Freunde der Sonne. Willkommen zu einer neuen Reaction hier. Ihr kennt den Hasen doch. Ganz einfach. Ich reagiere heute auf Tore, die keiner von euch glauben würde, wenn sie nicht gefilmt worden wären. Ja, ich weiß, sehr kompliziert. Hammer Tore, geile Reaction, Leute. Lasst ein Abo da auf meinen Nacken. Und dann lasst knacken. Wir starten einfach direkt rein in die Reaction, ohne lange rumzureden. Let's go! Das ist ja unbelievable. Was? Ach, das ist sogar Ibra, Digga. Er schießt Ibra vor den Kopf. Ibra macht eigentlich gar nichts. Das ist halt Ibra, Digga. Er geht einfach von seinem Dickschädel direkt rein. Super. Einfach super. Herr Moin. Als ob. Digga, also erstmal der, der geschossen hat, checkt gar nichts. Verteidiger rennt auch nicht hinterher. Lost. Aber was ein geiler Kreisliga-Platz, ey. Puh, okay. Alter, ja, das Tor ist wirklich geisteskrank. Also, das ist. Digga, wie hat der diese Curve da reinbekommen, Alter? Kranker Schisch, Alter. So kann ein Ball eigentlich nicht fliegen. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ja, was? Das ist ja. Ja, Digga, wollte der den chippen oder was? Ich schwöre, der Torwart hätte ihn bekommen können. Der hat einfach keinen Bock. Was? Hä? Digga, er wusste gar nicht, wo der Ball ist. Sieht aus wie David Luiz. Ist David Luiz? Nee. Ja. Was ist das? Das sieht so aus, Digga. Alter, einfach im Fallen irgendwie den Ball reingemacht. Aber Tor ist Tor, ey. Nimmt man mit. Ronaldinho, okay. Jedes Tor von Ronaldinho ist einfach geisteskrank. Der macht einfach Samba noch da im 5-Meter-Raum. Hat er den auch angeschossen? Junge, 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 ey. Ganz stark da vom Torwart. Roberto Carlos! Digga, glaub bis heute nicht, dass das Tor real ist, ey. Kannst du mir nicht erzählen. Was? Hä? Was war da denn für ein Ball? Da lag einfach so ein random Ball. Der hat den getroffen und dann ist Ball reingegangen. Tschüss, Alter! Digga, ich muss gerade gar nicht, was ich sagen soll. Was zur Hölle, Alter? Yo, Ronaldo denkt sich selber, was ist da gerade passiert, Alter. Kann ja niemand sagen, dass das Absicht war. Der hat sich selber in die Fresse geschossen. Zählt locker als Kopfballtor. Er schießt sich selber in die Fresse, Alter. Okay, der ist einfach next level. Da kann man nichts sagen. Boah, Junge, der auch aus vollem Sprint. Das ist die Maria. Junge, Junge, wie zur Hölle. Und jetzt kommt der Salto, Bruder, den kenne ich auch schon. Ey, das ist, das wird es nie wieder geben, müsst ihr wissen. So, das ist, sowas passiert einmal in der Weltgeschichte. Und das war's dann. Oh, ich glaube, der Ball war aus. Ich glaube, der Ball war aus. Aber trotzdem krank reingedreht. Oh, ist das nicht irgendein, ja, zweite Bundesliga? Torwart war maximal lost. Wollte einfach was trinken. Oh mein Gott. Ja, das ist einfach nur bitter. Das ist einfach nur bitter. Was soll der Boy machen? Aber das ist so. Digga, ja. Muss halt wissen, dass du da so einen Acker vor dir hast. Ja, auch 100% so gewollt. Einfach mal wie Holz in die Hacke da reinhalten. Weil es kann ja irgendwas Nices passieren. Bruder, Torwart. Torwart, Digga, was ist denn? Warum stehst du denn nicht früher auf? Also 100% der Torwart schuld. 1 Milliarde %. Roberto Carlos, man kennt ihn. Jedes Tor von Roberto Carlos ist ein Banger. Und Roberto Carlos ist auch ein Banger, Leute. Ist, Okay. Digga, wie lange wartet er? Wie lange wartet er? Er hat doch sein Gehirn ausgeschaltet. Bruder, du weißt, der ist gerade an dir vorbeigeslidet. Was denkst du, wie weit der geslidet ist? Denkst du, der ist einfach aus dem Stadion rausgeslidet? Bruder, spiel den Ball, Junge. Einfach mit Frontflip, Scorpion Kick. Wie soll man das nennen? So da, boah, das ist der Original, Junge. Bam, Scorpion Kick. Was ist das? Was ist das?
Digga, ich weiß gerade nicht mal, wer die angreifende Mannschaft ist. Es ist ja zu wild. Ja. Ganz stark gemacht vom Keeper da. Bruder, geh einfach nicht an den Ball, wäre besser gewesen. Er wäre safe ins Haus gegangen. Ey. Ey, das ist sowas. Siehst du auch nur in der Kreisliga, Alter. Backflip. Mein Kollege, er kann Backflip. Gegen Kopf, gegen Kopf. Kopf, Kopf, Kopf. Tor, Junge. Trippelkopf. Was ist da passiert? Ja. Was, Junge? Wie viel Pech kann man haben? Pfosten. Er schießt, Verteidiger klärt, aber trifft den Hinterkopf von seinem eigenen Torwart, Junge. Ja, unglücklicher geht's nicht mehr, ich sag's dir, ey. Giroud. Schönes Ding, kann man mal machen, ne? Das ist einfach nur Wettbüro, der hat gegen sein eigenes Team gewettet, 100%. Weil, also, das ist ja nicht möglich. Das ist ja nicht möglich, sowas. Ja, da einfach durch Außennetz reingegangen. War einfach ein Loch im Netz, Bruder. Es wurde einfach als Tor gegeben. Er dachte, er wusste, er hat daneben geköpft. Wurde einfach als Tor gegeben. Nice. Okay, schön mit Hacke, aber wie kann es sein, dass der Verteidiger da nicht mehr rankommt? Bruder. Oh, das tut ja weh beim Gucken, Alter. Ja. Alter, der Arme. Digga, dieses Tor von Ronaldo. Puh, zu clean. Er ist so hoch gesprungen. Digga, er springt einfach so hoch, höher als sein Gegenspieler überhaupt groß ist. Jetzt Messi, der dribbelt einfach mal von der Mittellinie, Digga. Er fängt einfach von der Mittellinie an. Geisteskrank. Yeah. Ich schwöre, und genau das denkt Boris, unsere Nummer 9, dass er das jedes Spiel machen kann. Einfach von Mittellinie durchdribbeln. Nur leider ist Boris nicht Messi. Noch nicht, wer weiß. Karate-Kick, Cobra Kai, Slapanak, zeig keine Gnade, pfeffert den einfach rein, Junge. Wenn man versucht, das nachzustellen, es ist nicht möglich. Ich sage euch ehrlich, es ist nicht möglich, so ein Tor zu schießen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst ein Like da für diese Reaction. Bam, Junge. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.